Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich bin also hier an dem Weg angelangt und das erste Gebäude, was wir gefunden haben, ist interessant. In einfachen Worten ausgedrückt. Mal schauen, was sich hinter Tür Nummer 1 verbirgt. Wo bist du? Hä? Was ist denn hier los? Was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Er ist hier nur scheppern und krachen. Ach, da oben ist eine gute Kiste. Ja. Und jawohl. Ach, da unten. Versuchst du durch die Tür zu kommen. Ups. Gut, haben wir das auch. Und interessantes Gebäude. Ja, Lady, du hast noch ein bisschen zu tun da. Machen wir schon mal auf den Weg hier hoch. Das nehmen wir auf jeden Fall. Willst du denn gerade rumspringen, wenn ich auf dich schieße? Gut. Wie ich gerade feststellen musste, habe ich all meine Munition in der Kiste gelassen. Also müssen wir da nochmal zurückfahren, weil ich zu dämlich war, die Kiste zu finden. Dementsprechend einmal nochmal durch die Pampa zurück in die Stadt. Komm schon, fahr mal ein bisschen, fahr mal ein bisschen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe auch den schlimmsten Weg überhaupt genommen. Könnt ja alles so viel einfacher sein. Aber wir sollten als nächstes daran arbeiten, motorisiert durch die Gegend zu kommen. Weil das mit dem Stamina-Kram hier geht überhaupt gar nicht. Ach, ständig ist man nur überladen. Ich echt so viel Zeug? Warum sagt er, dass ich überladen bin? Nur weil das da unten auf den Slots ist? Nee, weil ich überladen bin. Okay. Das, das. Das wird schon gehen. Wir werden ein paar Sachen aussortieren, sobald wir unsere Box gefunden haben. Die muss irgendwo in dieser Richtung sein, wenn ich mich noch recht erinnere. Uiuiui. Dann verbrennt es irgendwo. Der Himmel hat sich verdunkelt. Also. Sind hier reingekommen. Einmal links, einmal rechts gefahren. War das? Ist denn jetzt hier dieser komische Laden? Da war dieser Klamottenladen und noch der Elektronikladen. Ist das der Elektronikladen? Nein, das war nicht der Elektronikladen. Oh je. Da ist der Laden. Ja. Hier sind wir doch richtig. Da ist meine Box. Mein Gott. Trainier mal ein bisschen. Unfassbar.
Okay. So, Jus. Wir sind schon wieder total verhungert. Weg damit, damit, damit. Das Ding kann weg. Davon nehme ich welche. Bike ja noch welche. Was? Mehr Essen. Noch mehr Essen. Hotdogs. Essen. Wir könnten eigentlich die ganzen Sachen reparieren. Fehlt mir ein Stein. Mehr Essen. Essen da. Das. Dann bin ich total voll. Double Barrel ist nichts wert. Batteriebank hat, dann nehme ich auch die Batterie mit natürlich. Range it up. Bei der kann weg. Den. Jo. Weg damit. Stamina Regen. Weißt du was? Und you. Good stuff. Okay. Haben wir das. Ready, go. Einmal quer durch die kleinen Städtchen. Mit ein bisschen Glück. Und wir. Okay. Wer hat da diesen Steinen geballert? Sind wir innerhalb von 0, nichts wieder dort, wo wir vorhin waren. Macht meine Karte. Eieieiei. Am besten fahren wir in die Richtung. Diese Stadt ist schon mächtig heruntergekommen. Müssen wir ein bisschen was machen hier. Rasenmähen und so weiter. Die Gebäude ein bisschen mehr instand halten. Bei diesem Berg hinaus vielleicht. Mega Crush und dann bin ich immer noch total außer Atem. Wahnsinn. Ja, auf rumzuschreien, Lady. Geh nach Hause. Hol deinen Mann an. Schon, komm schon. Nun, der große freie Blick auf mich. Ready, go! Wow. Fahrrad hat schon mächtig gelitten. Berg rauf, Berg runter. Sagt die Karte. Die Karte sagt, hier ist irgendwo. Jawohl. Ein Gebäude. Hui. Ernsthaft? Hm. Ah, ich wollte doch eigentlich genau. Auf meinem Fahrrad auch noch Stauraum. Ja, nein.
für die Geschichte. Okay, Duct Tape. Ich nicht Duct Tape. Das der Duct Tape, Duct Tape. Hätte ich das weggelassen? Hatte ich weggelassen. Okay. Aha. Na gut. Das sieht schon wesentlich entspannter aus als vorher. Bin aber trotzdem noch komplett überladen. Was natürlich hier zu bedeuten hat. Das doch mal. Baut denn so eine kleine Garage? Wow. Das war überhaupt nichts. Echt jetzt? Mein Bein ist fast geheilt. Medical. Aha, absolut nichts. Ammo-Pile. Good stuff. Ich weiß, war unlocked. War mir aber diesmal egal. Hallo? Okay. Not searchable. Are you kidding me? Wegen dem dämlichen Bier? Was ist denn da unten so tolles? Mhm. Klasse. Das habe ich ja wieder herrlich hinbekommen. Oh, ich werd verrückt. Unfassbar. Komm. Are you kidding me? Eieieiei. Irgendwas dabei? Natürlich nicht. Wo bin ich? Hier bin ich. Aha. Bin doch schon ins Wasser gefallen, ne? What the heck? Bin super angepisst gerade. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dass wir hier einfach durch den Boden stürzen, ins Wasser und uns auch noch das Bein brechen. Das ist der Wahnsinn. Ich dir mal einen Splint. Habt ihr einen Splint dabei? Ja.
Alter, mach doch einfach die Tür auf. Gibt's doch gar nicht. Medical. Nix. Bin ich so lahm. Meine Herren. Das ist extra hier alles zugeschottet. Was ist denn da drin? Cobblestone? Ups. Hidden Stash. Das ist alles. Das ist dein Hidden Stash. Zwei Schematics. So, weg mit dem Krempel. Oh Mann. Ach, der ewige Kampf. Wir brauchen mehr zu futtern. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Okay, okay, okay. Ja. Raus hier aus dem Nest. Aha. Oh, interessant. Tür auf. Gebrochenes Bein. Gebrochenes Bein. Wegen so einem dämlichen Ding. Okay, wenn wir einfach nur hier weiter, dann haben wir hier einen Weg. Oh, einfach mit einem gebrochenen Bein Fahrrad. Blind drinne. Auch Duct Tape. Cloth. Weißt du was? Genau das machen wir. Und wir bisschen. Oh Gottes Willen! Dieses. Das ist das. Nicht echt so weit schon. Wahnsinn. In der kurzen Zeit. Wow. Brauche Holz, brauche Duct Tape und ich brauche Cloth. Cloth habe ich gerade weggeworfen, ich Idiot. Irgendwo eine Couch. Leder. Wieso habt ihr Leder? Curtains. Hier waren, waren die Klamotten drin. Keine Klamotten. Was ist denn das hier für ein Laden? Aha! Gut, wir brauchen einen Splint. Auch ein Duct Tape. Dann haben wir einen. Gut. Zurück zum Fahrrad. Run like the wind. Sorry, Leute, aber das Naked Lady. Eine Stunde 22. Keine Sorge. Den Splint haben wir 0, nichts. Fertig.
Irgendwann bin ich auch bei meinem Fahrrad wieder. Ducktape hätte ich natürlich mitnehmen können, aber warum sollte ich? Ich schlepp mich ja gerne mal von einem Nest zum nächsten. Hey. Run, 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 run. Run, 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 run. Einmal Ducktape. What? Ups, Daisy. Splint. Und use. Fantastisch. 33 Minuten. Okay. Ich werde die Folge hier mal jetzt beenden. Wenn es euch gefallen hat, Like-Button drücken, abonnieren, gerne Kommentare hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.